Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Mods. Es ist ein neuer Tag, es regnet ausnahmsweise mal nicht. Ich bin ganz toll happy und kleines Server-Update hinter uns und daran ein bisschen Thorncraft. Aber da möchte ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Ich möchte euch was zeigen, was ich in der Zwischenzeit gebaut habe. Ich habe euch versprochen, ich baue ein paar Arcane Alembics. Und, oh, da hätte ich noch einen Phlox-Filter gehabt. Super. Ja, und wenn wir mit Thorncraft arbeiten, nehmen wir mal unsere Goggles of Revealing. Oh, meine Aura-Note ist wieder auf Non runter. Interessant. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Und ja, wir sehen hier mal ein Fleisch gerade drin. Das sollten wir vielleicht mal da rausnehmen. Das ist jetzt nicht so toll, das da drin zu haben. Aber bevor wir das machen, wollte ich euch was zeigen. Und zwar, es gibt hier diese Glass Vials. Und die sind relativ simpel herzustellen. Ein bisschen Clay oben hin. Ein bisschen Glas drumherum. Und wir bekommen ein paar von denen. Wir machen uns gleich mal ein paar, denn in diesen Vials kann man Essenzen speichern. Und ich lege die jetzt absichtlich mal hier in diese Truhe. Das hat nämlich seinen Grund, denn die Truhe steht ja neben einem weißen Marker, wie wir sehen können. Und diese Arcane Alembics kann ich jetzt eben hier an diesem Crucible anbringen. Man muss da übrigens nicht vier nehmen, man kann auch einen nehmen, das reicht vollkommen. Geh mal aus dem Weg, Golem. Geh mal aus dem Weg, bitte. Darfst ja gleich wieder hin. So. Und naja, was wir jetzt machen können, ist eine ziemlich coole Sache. Ihr seht, ich habe auch schon einen Golem in der Tasche. Ich würde sagen, wir holen uns mal irgendwie ein paar Items, die wir in Essenzen umwandeln wollen. Wie wär's denn mal mit einem. Hallo? Warum kriege ich da nichts raus? Ah, jetzt hat er. Sehr interessant. Was bekommen wir hier? Ein bisschen Dark und okay, das ist komisch, echt. Das Fass veräppelt mich gerade. Egal, also wir kriegen hier Dark und Crystal raus. Na gut, Dark ist jetzt vielleicht nicht das Interessanteste. Wir nehmen mal was anderes. Wir nehmen mal. Ach, wir nehmen mal was von unseren Earthen Shards hier. Da ist relativ viel drin. Um das mal zu demonstrieren, nehme ich jetzt mir mal den ganzen Stack mit. Dann, wir sehen, hier sind vier Essenzen drin. Jeweils zwei Stück von jeder Essenz. Und warte mal, ich muss mal kurz den hier leer machen. Dafür sollte ich aber vielleicht vorher nochmal die Arcane Alembics abbauen. Aha, interessant. Keine Ahnung, warum der gerade so laggy ist, der Server. Eigentlich sollte das nicht sein, aber egal. Ich So, wir machen erforsche jetzt. neues Gebiet. Ja, das wäre möglich. So, ha, der Golem ist gerade weggelaufen. Das ist sehr schön, wenn er natürlich Wasser nachholt. So, jetzt ist der Crucible natürlich wieder leer. So ist das schön. Und wir haben jetzt hier unsere Earthen Shards mit den Essenzen drin. Und jetzt schmeißen wir da einfach mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht rein davon. Dann sehen wir, jetzt haben wir von jeder Essenz sechs drin. Natürlich könnte ich jetzt irgendwas herstellen, aber was noch viel cooler ist, ich könnte zum Beispiel irgendwas herstellen, was einen Teil davon braucht. Das würde genauso funktionieren, wie wenn ich jetzt einen Shift-Rechtsklick mache. Mit einem Shift-Rechtsklick holt ihr einfach nur die Essenzen aus einem Material raus. Und das würde jetzt ja alles theoretisch in die Umwelt gehen, wenn ich nicht diese Alembics hier hätte. Und dank dieser Alembics, seht ihr, sind jetzt in jedem dieser Alembics 16 Essenzen. Und zwar einzeln aufgeteilt. Und ich kann jetzt hergehen und so eine Glasvial hier nehmen, also so eine Fiole oder wie auch immer das nennen will, und mir zum Beispiel hier 8 Magic holen. Und dann seht ihr, haben wir das hier in unserer Flasche und ich kann es irgendwo hintragen. Das Coole daran ist, ich kann es aber auch vor allem in diesen Jars hier aufbewahren, wenn ich es da wieder ablade. Und jetzt sehen wir, haben wir zum Beispiel 8 Magie hier drin. So ein Glas kann 64 halten. Was aber noch viel cooler ist, wenn wir einen Golem nehmen und selbigen an unsere an eine Alembic hängen, dann wird dieser sich automatisch Glasvials holen, da er momentan auf Any Color gestellt ist. Wir stellen ihn auf White um. Und wird jetzt versuchen, diese Essenzen aus den Alembics zu extrahieren, wie wir hier sehen. Und da wir ebenfalls die ganzen Gläser hier weiß markiert haben, trägt er diese Essenzen zu den Gläsern und lädt sie dort ab. Wegfindung ist natürlich bei neuen Golems immer noch so eine Sache. Das wird er jetzt so langsam mal rausfinden, wie er sich hier zu bewegen hat. Und wir sehen, er hat jetzt zum Beispiel hier gerade eben 16 Crystal abgeladen. Und das wird er jetzt weitermachen mit den ganzen anderen Essenzen.
die er noch so findet und die irgendwo positionieren. Er suchte übrigens immer erst nach schon vorhandenen Essenzen, um die möglicherweise aufzufüllen. Wenn er keine findet, dann nimmt er ein neues Glas. Wie wir sehen können, hat er es zum Beispiel für Rock. Und wo hat er das jetzt hingebracht? Achso, war glaube ich die zweite Ladung Rock, oder? Und jetzt kommt, genau, jetzt kommt hier Earth. Und jetzt sind meine ganzen Alembics wieder leer und wie ihr seht, hat sich auch an meiner Aura und meinem Flux-Level überhaupt nichts geändert, denn diese zwei Golems werden jetzt meine komplette Braustation überwachen. Das heißt, wenn ich in Zukunft was herstellen will, dann muss ich einfach nur die Essenzen im Crucible separat aufkochen, bis sie in den Gläsern sind und ich kann sie dann aus den Gläsern direkt in meinem Infusion-Altar benutzen. Und deswegen auch das Setup hier. Es gibt nämlich etwa 50 verschiedene Essenzen. Dementsprechend habe ich hier auch einige Gläser aufgestellt, sind sogar, glaube ich, weniger als 50, aber ist ja auch egal. Und wie gesagt, diese Truhe hier nimmt sich die leeren Glass-Vials aus dieser Truhe, da diese eben auch weiß markiert ist durch den angrenzenden Block. Ja, das wollte ich erledigt haben. Damit haben wir nämlich eigentlich eine super funktionierende Thorncraft-Station, mit der wir in Zukunft noch so einiges machen können. Die Mod wird ja regelmäßig erweitert. So, den Rest packen wir mal wieder weg. Eine Gorgos können wir auch wieder ausziehen. Und dann bringen wir den Rest noch weg, denn wir haben natürlich heute vor, was mit, wie versprochen, mit Dampf zu machen. Und ja, da kommen wir gleich. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt habe, dass mein Golem hier jetzt auch brav Eier einsammelt. Aber ihr seht, er ist damit durchaus sehr erfolgreich. Schon 18 Stacks Äpfel, 5 Stacks Eier. Das ist gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt noch mal ein paar mehr mit und den Rest können wir eigentlich gleich mal da drin unterbringen. So. Quatsch, hier. Und dann nehmen wir uns hier noch ein paar mit. So, 2 Stück. Na ja, komm, gib mir einen ganzen Stack. Dann werfe ich dir ein paar wieder auf den Boden. Kannst du dann unterbringen, wo du willst. Ich könnte ihm natürlich auch sagen, dass Äpfel direkt hier reintragen sollen und Eier dort, aber das ist irgendwie zu langweilig. Was machst du denn jetzt? Hallo? Komischer Golem. Ja, irgendwann wird er es aufheben. So, wer klopft? Ich komme schon mit meinem Schwert. Ach du Schande. Ist hier Zombie-Party. Wie seid denn ihr bitteschön in meine Wohnung gekommen? Wahrscheinlich wieder aus dem Keller, ne? Immer das Gleiche mit euch. Immer das Gleiche mit den Zombies hier. Man muss dazu sagen, mit dem Update wurden auch Nighter-Blöcke neu zugewiesen, also ja, diese Lämpchen, dadurch musste ich die alle neu setzen, aber naja. Außerdem seht ihr, dass hier ein kleiner Spaßvogel ein bisschen Gras in meinem Keller verteilt hat. Ich sollte wirklich was anderes als diese Pickaxe benutzen, die ist einfach viel zu stark für sowas. Zack, zack, zack. So, und da ist noch einer. Super! Dann würde ich sagen, wir widmen uns heute mal der Dampfgenerierung bzw. Dampfverarbeitung. Indem wir die Maschinen dafür bauen, können wir allerdings schon mal beginnen mit dem Verbrennen von ein bisschen Kohle. Raw Meat ist da. Genau, dann holen wir uns einfach mal 4 Stacks Kohle und gehen in den Keller. Und schmeißen das in unseren Boiler, damit da schon mal ein bisschen Temperatur entsteht. So, und ihr seht, der ist auch relativ fix mit dem Befüllen der Kammern. Und ihr seht auch, er verbrennt das Zeug richtig fix. Also da geht eine ganze Menge Zeug durch. Kann 3200 Heat produzieren. Aber das macht er nicht. Wir sehen, wir sind jetzt gerade mal bei 1 Grad gestiegen. Also hier wird noch eine ganze Menge Kohle reinfließen, bis wir damit was anfangen können. So, in der Zwischenzeit, währenddem der aufheizt, schauen wir uns mal an, welche Engines wir dafür benutzen werden. Und, naja, es gibt im Prinzip hier 3 Steam Engines. Die Hobbyist Steam Engine ist die, die selbst Dampf erzeugt aus Kohle. Ist damit aber auch mit die billigste. Die Commercial Steam Engine ist schon relativ stark und die Industrial Steam Engine ist richtig stark. Allerdings brauchen wir dafür Stahl und Stahl haben wir ebenfalls noch nicht. Dementsprechend werden wir jetzt erstmal mit einer Commercial Steam Engine gehen. Ihr seht, Iron Plates brauchen wir dafür nochmal und Iron Gear. Das ist ein bisschen unpraktisch, da ich natürlich jetzt meine Engines schon abgebaut hatte. Vielleicht sollte ich das nochmal kurz wieder zurückbauen. Wo sind sie denn? Da. Ach übrigens, ja, ich habe hier gesehen, ich habe hier noch eine Ranch übrig. Irgendwie habe ich sie wohl übersehen gehabt.
Dementsprechend werden wir die jetzt mal los. Plopp. Ab mit dir ins Wasser. Da wird dich keiner suchen. Habe ich noch Hebel dabei? Hebel brauche ich auch noch einen. Bisschen Redstone werde ich noch brauchen. Naja, so ist das halt, ne? Kann man nicht ändern. Schau an, wird ja richtig voll hier langsam. 6 Leute schon auf dem Server. Natürlich. Schick, schick, ne? So, dann machen wir mal hier wieder die Leitung dran. Wir wollen ja nicht auf der langen Leitung stehen. So. Na, komm. Na, früher konnte man Rohre mit einem Klick abschlagen. Mittlerweile braucht man dafür ein paar mehr Klicks. Und mal schön falsch platziert. So wie sich das natürlich gehört. Und den Boden dabei aufgerissen. Ah, Mann. Muss mir eine andere, nicht so starke Pickaxe besorgen. So, dann kriegst du erstmal. Was ist das denn? Kriegst du erstmal Saft und dann ein bisschen Kohle noch. So, 16 Stück für jeden, ne? Das wird wohl reichen. Um meine Bedürfnisse zu befriedigen. So, wir sehen, der hat ja schon durch einen halben Stack Kohle sich gefressen. Hat gerade mal geschafft, auf 42 Grad sich aufzuheizen. Also, ja. Da ist ein bisschen Spielraum nach oben, wenn ich das so sagen darf. So, jetzt brauche ich ein bisschen Eisen. Hier sind übrigens auch noch Eisen drin. Weiß auch nicht, wer das da reingelegt hat. Vielleicht war ich das selbst. Keine Ahnung. Ist mir aber jetzt auch gerade mal Schnubidu. Denn wir brauchen ein paar Steam Engines und dafür können wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Eisen ausrollen. Pro Durchlauf eine Engine. Ich würde sagen, wir nehmen mal für den Anfang. Ja, Stahl habe ich nicht, also Eisen nehmen wir mal. Weil das hier so schön haben. 3, 4. Nehmen wir mal 3 für den Anfang. Also, na komm. Mach schon. Letzte Runde. Sperrstunde, James. Letzte Bestellung. So. Ab nach oben. Jetzt müssen wir ein paar Zahnräder herstellen. Dazu brauchen wir Holz und Cobblestone. Und Pisten brauchen wir auch noch. Einen müsste ich noch haben. Oder auch nicht. Habe ich doch keinen mehr. Nun gut, dann Redstone habe ich, Eisen habe ich, Cobblestone habe ich, Holz habe ich. Ja, müsste ich ja sogar schon fast alles haben, um das herzustellen. Also machen wir erstmal 3 Pistons. So wie wir das natürlich kennen. So. Und das ist bestimmt wieder falsch rum. Ne, doch nicht. Super Sache. Bin ich ja begeistert von. Dann machen wir uns mal ein paar Holzstöckchen und ein paar Zahnräder. 12 Stück. Ach naja, ich werde früher oder später sowieso noch mehr brauchen. So, dann machen wir uns da draußen ein paar Steinzahnräder und davon nehmen wir 6 Stück und machen Eisenzahnräder draus. So, denn wir brauchen, ja, eine Sache habe ich noch vergessen. Glas habe ich vergessen, habe ich auch noch geholt. Ich hatte aber mal ein bisschen mehr. Ach, das habe ich für die Vials aufgebraucht, ne? Ja, es ist ja blöd. Da muss ich noch ein bisschen Sand schmelzen. Gut, dass ich meine Energieproduktion schon wieder angeschmissen habe. Dann kann ich nämlich einfach das Pulverized Eisen hier rausnehmen und ein bisschen Sand dafür reinpacken. So, der Pulverizer ist auch noch fleißig am Arbeiten. So, komm. Ah, das ist natürlich falsch. Mein Gott, diese Spitzhacke, ey. Ist ja abartig. So, komm. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. So, Pulverized Eisen wieder zurück. Und dann haben wir 3 Glas. Wunderbar, wunderbar. Piston, Glas. Nicht Stone Gears, Iron Gears und Iron Plates. Damit kriegen wir Commercial Steam Engines. So, jetzt sind wir aber noch nicht ganz am Ende der Fahnenstange angelangt, denn wir müssen den Dampf noch zu den Maschinen transportieren und das macht man mit Waterproof Pipes, das Gas, also Dampf hier so ein bisschen wie eine. Ach du Schande, was brauche ich denn hier? Stone Plates. Stone Golden Waterproof und wo sind die Cobblestone Waterproof? Ach, das ist sehr interessant. Schau mal an. Habe ich überhaupt noch so viel Gold? Naja, ein bisschen. Wie sieht's mit Stein aus? 4, das reicht nicht ganz. Cobblestone habe ich aber noch.
Dann es gibt hier ja durchaus ein anderes Rezept, wie ihr sehen könnt, um an Waterproof-Pipes zu kommen. Habe ich noch Pipe-Waterproofing oder habe ich das alles schon aufgebraucht? Glaube ich nämlich nicht. Wo ist denn mein Pipe-Waterproofing hin? So viel habe ich doch gar nicht hergestellt. Vielleicht habe ich das noch nicht umgewandelt. So, ja, dank der Mod-Valve-Pipes haben wir nämlich. Es gewittert schon wieder. Sehr schön. Erstmal ein bisschen Cobblestone noch holen. Dann schmelzen wir halt noch ein bisschen Cobblestone. Was soll's denn überhaupt? So. Wie weit bist du Pulverisierer? Du bist fertig. Das heißt, du lädst jetzt schön hier auf und dann geht die restliche Energie nämlich in den Powered Furnace. Das ist mir ganz recht. Denn wir können. Vielleicht soll ich dazu mal kurz was demonstrieren. Mit normalen Pipes. Und wir haben schon wieder kein Glas. Glas brauche ich auch noch. Hast mal noch ein bisschen Glas. Wir haben nämlich hier unsere Cobblestone Pipes. Wie ihr euch vielleicht erinnert. So, jetzt wollen wir mal kurz auf ein Glas warten. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Und mit diesem einen Glas können wir nämlich auch eine andere Sorte von Transportpipes herstellen, nämlich die normalen Stone Pipes. Also wir haben Stone Transport und Cobblestone Transport Pipes. Das Interessante an selbigen ist, wenn ich sie jetzt zum Beispiel hier hinlege und sie mit einer, was habe ich denn noch so an Pipes, ja, eine Sandstone Pipe dazu setze, dann verbinden die sich und naja, die verbindet sich auch mit den Stone Pipes. Also somit mal kein großer Unterschied. Außerdem ist die Reibung in beiden einigermaßen gleich, also die Items werden ziemlich schnell gleich langsam. Das Schöne an diesen Pipes ist allerdings, dass sie nicht miteinander sich verbinden, wie ihr sehen könnt. Also Cobblestone und Stone Pipes verbinden sich nicht miteinander. Das ermöglicht euch, dass ihr mehrere Röhren, die nicht miteinander interferieren sollen, direkt nebeneinander legen könnt und nicht irgendwie ein bisschen Abstand dazwischen lassen müsst. Und das Gleiche gibt es dank der Mod Valve Pipes eben auch für Waterproof Pipes. Und da ich hier jede einzelne Engine mit einer einzelnen Leitung versorgen will, kann ich das hier herstellen, indem ich zwei Gold Plates, zwei Stone Plates und zwei Cobblestone Plates herstelle. So wie das aussieht. Ich brauche nur ein bisschen Glas dafür. Also Cobblestone da rein. Denn wir brauchen 9 Stone, so wie ich das gesehen habe. Für die Stone Plates in der Rolling Machine. Auch sehr interessant, dass es sowas überhaupt gibt. Und die Golden haben wir auch genug dann. Na, da fehlt jetzt noch. Ja, wunderbar, 9 haben wir. Dann gehen wir mal runter zu unserer Rolling Machine. Und dann würde ich doch sagen, lassen wir uns mal so ein paar Plates fertigen. Stone Plates bitte. Einmal. Muss ich eigentlich die Rohre auch in der Rolling Machine herstellen? Nein. Gut, jetzt haben wir 9 Stone Plates. Buddy disconnected from your channel. Tschö mit Ö. 9 Gold Plates brauchen wir noch und dann brauchen wir noch 9 Cobblestone Plates. Wo ist mein Cobblestone hin? Ich hatte mir einen ganzen Stack bestellt oder rausgeholt. Wahrscheinlich liegt da noch rum und ich habe ihn nicht eingesammelt. Wie so oft das der Fall ist. Nee, irgendwie nicht. Ach so, ich habe den Cobblestone im Ofen. Na, das erklärt einiges. Ja, ein bisschen mehr Glas oder ein bisschen mehr normaler Stone wird jetzt auch nicht unbedingt schaden. So, dann machen wir noch hier Cobblestone Plates. Die übrigens, diese Plates hier werden ausschließlich für diese Röhren benutzt. Wenn wir mal schauen. Es gibt dann noch Stone Industrial Waterproof Pipes und Cobblestone Industrial Waterproof Pipes. Die sind dann mit Bronze zum Beispiel herzustellen. Bronze Plates und so. Bisschen komplizierteres Rezept. Die können doppelt so viel Flüssigkeit führen wie Golden Pipes. Deswegen durchaus interessant, aber für uns jetzt gerade mal etwas überdimensioniert, da wir ja noch nicht mal die großen Engines haben. Dementsprechend lassen wir das mal. So, wie weit bist du noch? Du hast noch ein bisschen Spielraum. Schön. Also, wie war das jetzt? Gold oben und unten. So, in die Ecken Pipe Waterproofing. In die Mitte Glas und links und rechts einmal Stone für die Stone und Cobblestone für die Cobblestone Transport Water Transport Pipes, wie auch immer. So, damit haben wir jetzt eigentlich mal alles, um unsere Energieversorgung von Primärkohle auf Sekundärkohle umzustellen. Soll heißen, wir produzieren das nicht mehr, die Energie nicht mehr direkt aus den Maschinen, sondern wir lassen uns mit Dampf aus dem Boiler versorgen. So, dann ordnen wir das hier auch noch mal ein bisschen anders an.
wenn wir schon dabei sind. Ja, genau. Ich würde sagen, wir stellen die drei Engines einfach. Lass mich mal überlegen. Also, was haben wir hier? Stone Golden Waterproof Pipes. Ihr seht es auch schon, die füllt sich schon mit Dampf. Und Cobblestone daneben und wieder Stone nach außen. Ihr seht, die verbinden sich nicht miteinander. Sehr praktische Sache. So, wir packen mal die restliche Kohle, die wir noch so in der Tasche haben, in den Boiler. Der übrigens mittlerweile mit Dampf gefüllt ist, allerdings auch erst bei 124 Grad ist. Wasservorrat funktioniert also auch wunderbar. So, dann würde ich mal sagen, packen wir mal die Engines hier vorne dran und die Wooden Pipes ebenfalls davor. So, dann kannst du hier weg. Super. Dann brauchen wir jetzt noch die Golden Conductives, von denen wir irgendwie nicht mehr so viele haben, wie es mir gerne recht wäre. Aber fürs Anbinden von zweien reicht es offensichtlich erstmal. Ich habe mir da jetzt natürlich ganz schlau die Engines gelegt. Das muss ich nämlich hier außen rumlatschen, um dran zu kommen. Aber das ist nicht so schlimm, denn so, jetzt richten wir die noch gescheit aus. So, ne, so, ne, so, ne, so. Und wir sehen, die füllen sich noch nicht mit Dampf. Das hat damit zu tun, dass diese Engines tatsächlich nur dann Energie aufnehmen, beziehungsweise Dampf aufnehmen, wenn sie Energie abgeben können. Und dafür müssen wir jetzt noch eine Redstone-Leitung irgendwie da hinlegen. Das war natürlich jetzt wieder auch ganz schlau platitioniert. Platziert. Ich könnte aber mit Fackeln wahrscheinlich arbeiten. Wie mache ich das? Ich glaube nämlich nicht, dass das so funktioniert. Vielleicht sollte ich sie auf den Boden legen. Und doch wieder nach oben zeigen lassen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das wäre doch eine Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen könnten. Dann kommt man doch besser hin. So, also Kommando rück, Kommando zurück. Wir stellen die Pipes auf den Boden, die Engines auf den Boden, packen die Pipes drüber. Die sollten hier nicht interferieren, denn das eine sind natürlich Waterproof Pipes, das andere sind Conductive Pipes. Damit sollte es hier kein Problem geben. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch ein paar mehr Golden Conductives. Die machen wir uns gleich. Jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir das hier so hinbekommen, dass das einigermaßen richtig steht. Und dann gehen wir noch ein paar Steinchen holen. Und dann, ja, dann gucken wir mal. So, Gold habe ich in der Tasche, Glas habe ich in der Tasche und Redstone habe ich auch in der Tasche. Das ist ja wunderbar. Wenn man jetzt noch ein Pocket Crafting Table hätte, hätte ich mir den Weg nach hier oben sogar sparen können. So, aber irgendwas wollte ich noch machen. Genau, ich wollte nämlich noch Steine mit runternehmen, mit denen ich das Ganze dann wieder ein bisschen schöner aussehen lassen kann. Nicht, dass es vorher schön aussah, aber schöner ist ja immer sehr relativ, ne? Übrigens, ich darf euch darauf hinweisen, es sind gerade 5 Leute im TS, inklusive mir. Also wundert euch nicht, warum keiner redet. Das ist, wie gesagt, ganz normal so. Die haben alle mal wieder gestrichen die Hosen voll. Wir warten nur, bis du endlich mal Luft holst, aber kommt ja nicht vor. Ja, nur am Reden. Tja, so ist es. So, und er sprach, es werde Energie. Und wir sehen unsere Dampfmaschinen arbeiten, so wie wir uns das vorstellen, sogar mit so lustigen Dampfpartikeln, wunderbar schön gemacht. Finde ich einfach klasse. Und wir sehen, sie produzieren Energie. Was wir vor allem sehen, ist, dass sie wesentlich mehr Energie produzieren als unsere Kohlemaschinen. Wir sehen, wir produzieren jetzt schon, beziehungsweise gleich, wenn die dann mal bei ihrem Maximum angekommen ist, produzieren wir 4 Megajoules, Minecraft Joules. Das ist das Maximum, was eine Steam Engine produziert. Eine Commercial Steam Engine produziert ganze 8 Minecraft Joules. Das heißt, wir produzieren hier jetzt schon 12 mit den dreien, wo wir vorhin 4 mit unseren anderen 4 produziert haben. Coole Sache, ne? Ja, bin ich auch der Meinung. Dann stellt sich aber die Frage, naja gut, aber eigentlich haben wir hier oben ja nicht wirklich viel zu tun, oder? Klar, wir könnten jetzt unseren Power Furnace wird jetzt natürlich um einiges besser geladen, als er das bisher wurde. Aber diese Truhe ist mir übrigens viel zu klein. Ich muss mir mal da kurz eine größere machen. Oh, ich habe noch ein Holzplanke. Das ist nicht gerade viel. Holen wir uns mal da noch ein paar. Oh, da ist sogar noch eine Truhe drin. Na, dann nehmen wir doch die Truhe, die da drin ist. Das kann da raus. Genau, das auch.
So. So, so, so. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal mein Inventar wieder durchsortieren. Das, 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 das und was war's? So, die Sachen nach da hinten, das da rein, das da rein und da rein und die zwei Sachen da und da rein. Ha, wunderbar. Jetzt haben wir nur noch das Pulverized Iron, was wir jetzt auch in unser Furnace schmeißen. Und dann könnten wir jetzt theoretisch in die Kiste hier ja mal wieder unsere Erze packen. Ja, aber diese ganze Mechanik hier mit den Erzen, die dann da im Kreis gehen, nee, das ist unschön, das gefällt mir nicht. Das machen wir anders. Jetzt, wo wir ein bisschen Ressourcen haben, gibt's da doch die ein oder andere Möglichkeit. Nein, nein, nein. Oh Mann, schlage ich wieder Löcher in meine Fensterscheibe. Gibt's doch die eine oder andere Möglichkeit, das etwas anders anzugehen? Und zwar, jetzt packen wir erstmal wieder das Zeug hier weg. Na, siehst du, haben wir sogar eine Truhe übrig. Brauchen wir dafür ein paar Zahnräder, ein bisschen Eisen, haben wir noch. Und dann suchen wir mal nach dem Gerät, das sich nicht Whopper, sondern Hopper nennt. Der Gerät. Der Gerät nennt sich Hopper. Und wir haben Stone Gears, wir haben allerdings nicht genug Truhen. Ich glaube, ich muss mal hier ein bisschen meinen Holzvorrat plündern. Ich sehe schon, ich darf demnächst mal wieder in der Bergbauwelt ein paar Bäume fällen gehen. So, oh, das passt ja wunderbar für 5 Truhen. Da bin ich ja sehr happy, da muss ich schon mal Holz nicht mischen. Und dann haben wir eigentlich schon, was wir brauchen. Denn, wie wir gesehen haben, das Rezept ist Iron Gear. Und, also Stone Gear, Truhe und Eisen drumherum, gibt uns den sogenannten Hopper. 6 Stück sind ein bisschen viel, aber 2 gehen auf jeden Fall. Was wir damit machen können, die Hopper, wie sie schon aussehen, sind so ein bisschen wie einen, nicht Filter, sondern Trichter. Genau, das Wort habe ich gesucht. Wie einen Trichter. Und genau den Effekt haben sie auch. Wenn wir uns aufmachen, sehen wir, wir haben 4 Items und sie reichen das, was in ihnen ist, nach unten weiter. Und in dem Fall in die Maschine. Das Problem ist jetzt nur, natürlich, nehme ich jetzt zum Beispiel mein Eisen und schmeiße das hier oben rein, ist das kein Ding. Das rutscht jetzt hier durch, bis nach da unten, aber es rutscht nicht in den Pulverizer. Ja, warum ist das so? Naja, gut, die Leute von euch, die da ein bisschen Ahnung haben, werden schon sehen, mein Eingang ist momentan noch an der linken Seite. Das heißt, ich muss jetzt meinen. Warum ist der Red Power Controlled Enabled? Das können wir gleich disable stellen. Ich will natürlich meinen Eingang nach oben haben. Und schon funktioniert das ganze System und wir befüllen unseren Pulverizer mit Iron Ore. Und das Ganze funktioniert ohne Pipes, ohne Schnickschnack, einfach so, wie sich das, wie man sich das vorstellt. Ist, glaube ich, auch ein bisschen serveranspruchsloser und sieht um einiges cleaner aus. Sehr schön, sehr schön. Und naja, jetzt kann ich halt meine ganzen Erze, die ich so eingesammelt habe. Ich muss mal gucken, welche ich überhaupt mal. Was war das? Ja, Quecksilber kann ich. Nee, Quecksilber kann ich eben nicht malen. Genau, aber ich kann jetzt zum Beispiel noch so einen Hopper nehmen hier und den auch noch natürlich auf meinen normalen Powered Furnace sagen. Und oben ist auch noch ein Eingang. Das heißt, wenn ich da jetzt einfach Zinnebar reinschmeiße, dann wird er das irgendwann auch verarbeiten. So, hier war das Aluminium, ist ebenfalls so eine Sache, die sich nicht schmelzen lässt vorher. Zinn, Kupfer ist alles klar. Zinn, Moserit auch nicht. Silber, wie war das bei Silber? Doch, Silber müsste gehen. Grinder, Industrial Grinder, Rock Crusher, Pulverizer, genau, da kriegen wir sogar noch ein bisschen Blei bei raus. Silber. Silber geht also. Das Einzige, was hier halt nicht geht, ist Bauxit. Beziehungsweise das geht danach nicht weiter. Also das können wir nicht brennen. Das heißt, das wäre eine Sache, die nur für den Pulverizer interessant wäre. Deswegen tauschen wir das einfach mal aus und dann können wir den Rest dann nämlich da durchlaufen lassen. So ein Eisen, das will ich natürlich da oben nicht haben. Das heißt, ich kann mein ganzes Alu zum Beispiel hier reinschmeißen und Moserit-Erz lasse ich, glaube ich, auch erstmal noch in seiner Reinform. Denn das Zeug brauchen wir jetzt so erstmal nicht. Ah, guck mal, da wäre der Pisten gewesen. Tja, wenn man weiß, wo sein Zeug ist, ist man klar im Vorteil. So, also, wie war das jetzt hier? Das Zeug läuft jetzt hier brav durch, wenn das Eisen durch ist. Und das Bauxit kann ich dann rausnehmen, wenn es fertig ist.
Gucken wir mal, was unsere Dampfmaschine im Keller macht. Ja, wir sehen, die bauen auch intern einen gewissen Speicher auf. Wenn der voll ist, hören sie auch ebenfalls auf zu arbeiten. Also sie überproduzieren auch keinen Strom und verbrauchen nicht unnötig Steam. Wir haben hier genug Steam immer vorrätig, momentan zumindest. Wasser, es geht auch nicht leer, habe ich ja gesagt. Wasser ist eine sehr wichtige Sache. Die Sache ist natürlich jetzt nur die, Kohle haben wir jetzt nicht wirklich unendlich. Ich gehe zwar jetzt nochmal Kohle nachfüllen, aber ihr seht schon, das Ding verbrennt gerade jetzt sehr viel und über die Zeit hinweg auch. Und da der Server natürlich immer läuft, ist das natürlich auch nochmal so eine Sache, dass ich das nicht immer nachlegen kann. Also wird es Zeit, dass wir uns nach einer regenerativen Brennquelle umschauen. Wir könnten natürlich Bäume nehmen, aber wer so ein bisschen geschichtliches Wissen hat, der weiß, dass Holz nicht unbedingt der beste regenerative Brennstoff vom Brennwert her ist, sondern da gibt es gewisse fossile, in Anführungszeichen, Brennstoffe, die sich über die Jahrhunderte entwickelt haben und gerne in Norddeutschland zum Beispiel aus dem Boden gestochen wurden oder auch in Sumpfgebieten. Wer jetzt noch keine Ahnung hat, wovon ich rede, der ist selbst schuld und hat in der Schule nicht richtig aufgepasst. Die anderen wissen es schon oder haben meine alten Let's Plays gesehen und ich denke, dahin werden wir uns dann in der nächsten Folge entwickeln. Was ist das hier? Cinnabar Dust? Warum habe ich Cinnabar Dust? Ich dachte, Cinnabar... Zinnober. Okay. Egal. Also wir sehen jetzt hier die Aluminium. Warte mal, kann ich Aluminiumstaub brennen? In einem Powered Furnace? Ne, nicht wirklich, ne? Muss ich da mal rausnehmen, oder? Oder geht das doch? Ne, geht nicht. Habe ich mir schon gedacht. Habe ich nämlich auch noch da was da drin von. Ja, wunderbar. Quecksilber gehört hier nicht her. Das gehört rüber. Was haben wir da oben? Ach so, Glas und Stein. Wir sehen jetzt hier, der verarbeitet das erste Mal das Alu, da der natürlich schneller befüllt als der von der Seite. Und der versucht natürlich die Erze zu malen, die da nicht mehr vorhanden sind. Das heißt, wir sollten ihn mal ein bisschen nachfüllen. Und ja, das ist eigentlich alles gar kein Problem. Hier mal die ganzen Erze einpacken und da in die Hopper schmeißen. Zinn. Ja. So und so. So, jetzt könnten wir noch einen Hopper draufsetzen für die anderen drei. Ach ja, wir haben noch ein bisschen Platz nach oben. Und wir haben einen, also warum nicht? Warum habe ich jetzt einen Barrel genommen? Das wollte ich nicht. Also noch einen Hopper nach da oben. Das Zeug rein. Und jetzt läuft das Ganze von alleine, so wie sich das gehört. Ordentlich mit maximaler Geschwindigkeit. Ja, ist meiner Meinung nach schon mal ein gewisser Upgrade in der Richtung. Und ja, lasst mich mal kurz auf die Uhr schauen. Tja, ihr habt's gesehen, die Uhr sagt natürlich, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, wir haben einiges erledigt, einige coole Sachen gesehen und in der nächsten Folge kümmern wir uns um dieses komische, seltsame, braune Zeug, was man aus dem Boden sticht und was auch teilweise ganz lecker schmeckt. Bis dahin, viel Spaß und ciao!